Hey, Sie und Konnichiwa, hier ist wieder euer Kern und zurück mit Ocarina of Time Randomized. Und ich wollte wieder zum Geister-Wüstenkoloss, als mir aufgefallen ist, hey, stimmt, hier waren ja auch noch diese Felsen, wo ich erstmal dachte, dass hier eine Skulptula versteckt wäre. Aber nein, hier ist eine Truhe. Was haben wir denn hier drinne? Ein Spiegelschild drin, das heißt, wir haben kann den Geistertempel tatsächlich beenden. Wow, irgendwo cool. Rot und schwarz, das passt einfach. Wir müssen allerdings wieder durch die Wüste durchgehen, denn wir haben das Lied hier ja noch nicht. Das wird jetzt wieder nervig. Wir haben ja vergessen, das Lied zu holen. Man hätte da ja dann nochmal rausrennen müssen und naja, egal. So, dann noch einmal. Und haben wir Bonshoes? Wir haben Bonshoes, das heißt, ich muss keine kaufen. Da war ja auch dieser eine Raum, wo wir den Felsen von der Wand sprengen mussten. Und das nicht konnten, weil uns die Bonshoes gefehlt haben. Na gut, da. Ging's so lang. War jetzt kurz verwirrt. Wo geht's lang? Aber hier müssen wir lang. Haben wir also die Feuerpfeile eigentlich schon? Nein, wir haben nur die Eispfeile. Wenn, dann hätte ich das ja im Tracker markiert. Komm. Ja, ja, Grundhilda. Immer wenn ich Reiben höre, muss ich an Grundhilda denken. Ich habe keine Ahnung warum. Oder wieso. Warum und wieso ist eigentlich dasselbe, oder? Wobei ich irgendwann mal gehört habe, dass es bei dasselbe und das gleiche allerdings Unterschiede gibt. Es ist dasselbe, aber nicht das gleiche. Ich habe jetzt aber keine wirkliche Ahnung, wo da ein Unterschied ist. Das habe ich dann schon wieder vergessen. Dann ist das schon wieder ein bisschen zu lange her, was ich da mal von gehört habe. Naja, wie auch immer. Wir haben es jetzt fast geschafft. Wir laufen mit unserem Enterhaken. Ich laufe mit meinem Enterhaken und mein Enterhaken mit mir. Das hat immer einen Zug, oder? Gott, das ist auch schon so ewig her, dass ich Knirps war und so. Springen wir jetzt einfach mal kurz vor. So, ich glaube, jetzt müsste aber eigentlich. Aha. Ich habe jetzt gerade gedacht, hoffentlich bekommen wir Requiem der Geister und so. Weil man das hier normalerweise bekommt und nein. Nur die Hymne der Zeit. Aber immerhin haben wir die Hymne der Zeit jetzt. Das heißt, wir können jetzt auch Zeitsachen machen. Wie das dann gehört hat. Bam bam. So, jetzt kommen wir hier allerdings auch wieder weiter. Ich glaube, hier kamen wir einmal nicht weiter, oder? Nee, hier war eine Truhe. Hier kamen wir sehr wohl weiter. Was war hier das Problem? Hier war.
Nee. So, bis zum Anfang des ersten Tages, ja, huhu. Nein, wir wollen an die goldene Skulltula. Danke! Die goldene Skulltula hat kein Gesicht, die ist hinten und vorne golden. Hier haben wir auch. Okay, das heißt, hier waren wir dann definitiv fertig. Unsere Probleme hatten wir dann an der Ort. Ich werde jetzt einmal... Zack, so, die Ocarina durch den Bogen ersetzen. Dann geht's auch schon hier rein. Und ich so, nein, ich gehe nicht zurück. Oh, konntest du mir mein Schild nicht fressen? Wow, komm mir nicht zu nahe. Ich brauch Geld, gib mir einen Rubin. 20 Rubine. Ne, der eine Rubin, das war hier dieser Topf, der mich gerade am Kopf getroffen hat. So, das haben wir auch. Ja, jetzt waren wir dann hier am Schaffen. Da kamen wir nicht drüber. Also brauchen wir das Ding jetzt und brauchen wir schon wieder die Ocarina. Hier kenne ich die Lieder auswendig. Drüben bei Majora's Mask 3D, da denke ich mir mal, wie ging das Lied noch? So, können wir nicht. Dann können wir halt das da. Und jetzt können wir. Ein Schlüssel. Wunderbar. Genau das, was wir brauchen. So, ich ziehe jetzt einfach mal unsere glitschigen Schuhe aus. Unsere Glitzerschuhe. So. Wo ging es hier hin? Ah, hier ging es dann zum Zwischenboss, glaube ich. Nein, ging es doch nicht. Ach, Ushabtis. Heilige Kacke. Oh Gott. Wie soll ich denn die besiegen? Ich habe kein Feuer. Wow, so kann ich das. Oder? Ne, kann ich so nicht. Danke. Oh nein, ich verschwende jetzt keine Bombe. Oder doch? Dann halt. Oh Gott, das wird länger dauern. Halt dich doch dran fest, du Vollidiot!
Moment, hier kann man... Das wird jetzt lustig. Da werde ich wahrscheinlich länger schweigen. Kamera. Oh, Link! Okay, jetzt hat's endlich funktioniert. Da brauche ich einen Schlüssel, okay. Mit denen habe ich jetzt natürlich keine Angst. Naja, noch schöner. Oh, Bomben wieder bekommen. Wunderbar. Da sind noch mehr Bomben. Die hätte ich gerne. Und was zur Hölle? Keiner von denen. Okay. Dann machen wir es erstmal so. Da oft uns hier einen Schlüssel oder sowas. Pfeile. Das brauchbarste Item, was ich hier jetzt bekommen könnte, sind Pfeile. Statt mir einen Schlüssel oder sowas zu geben. Nein, der Typ braucht Pfeile. Ich habe genügend Pfeile. Gott. Dammit. Da können wir kein Feuer machen. Hier müssen wir hoch. Und so, 39. Ich guck mal, ob ich es richtig eingegeben habe. Wir haben sogar schon 40. Okay. So, dann können wir schon wieder neue Belohnungen abholen eigentlich. Dann springe halt nicht übers Geländer. Top. Und lass fallen. Jetzt sollten wir da oben aber definitiv weiterkommen, da wir ja die Krabbelmine haben. Moment, das verschnellere ich eben. Okay, ich verschnelle das noch nicht. Das dauert so tatsächlich noch länger. Okay,
Damn it. Manchmal ist so eine Force-Pool-Taste auch. Richtig nervig. Zwei Schlüssel brauchen wir. Zwei vermaledeite Schlüssel. Dann gehen wir jetzt mal hier durch. Ja, das war wichtig für mich jetzt zu wissen. Da haben wir die Krabbelminen. So. Ansonsten, wow. Hat sich der Raum gelohnt gerade? Okay, wir haben hier sonderbare Probleme. Was heißt sonderbar? Wir können hier tatsächlich noch gar nicht weiterkommen. Shit. Shit, 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 shit. Okay, das reicht tatsächlich nicht, um die zu zerstören. Weil du mich einfach aufregst. Ja. Dann werden wir als nächstes den Wassertempel angehen müssen. Hallo? So. Nee. Wie ging das dämliche Lied nochmal? Ups. Okay. Gott, dann legen wir schon mal den Tempel frei jetzt noch. Und dann machen wir ab dem nächsten Mal... Oh, Moment. Stimmt ja, die habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Und zwar hat die... Eine andere, die Goron-Rüstung hat übrigens ein tieferes Rot, wem das noch nicht aufgefallen ist. Ich habe jetzt noch keinen einzigen Part bisher hochgeladen. Und die Zora-Rüstung sieht so aus. Schön hell. So. Und rein. So, den können wir aber definitiv beenden, weil wir sämtliche Items dafür haben. Auch schon den Dingenshaken, den Hammer und den Bogen. Wobei ich weiß jetzt nicht, ob man den Hammer hier drin irgendwie braucht. Ah, hier hatten wir doch im Original auch so schöne Wassereffekte. Ich mag das halt. Mir gefällt das super. Na gut, dann würde ich mal sagen, beende ich den Part an der Stelle. Das war euer Keanu-Mat. Let's Play Ocarina of Time Randomized. Bis zum nächsten Mal. Ciao.